Viel Gedränge kurz nach dem Pausengong. Das in der Schule beim Rennen, Raufen und Rechnen doch das ein oder andere Füßchen oder auch Köpfchen qualmt, bleibt da nicht aus. Abhilfe schafft Schulgesundheitsfachkraft Julia Ohlinger, deren Hilfe so aussehen kann. Hallo, ich hab gespielt draußen und ich hab mir Spinne hingefallen. Bist du hingefallen? Ja, und jetzt tut mir hier weh. Nach einem kurzen Check und einem Kühlpack geht es der 8-jährigen Julia schon wieder viel besser und sie kann in den Unterricht zurück. Doch nicht alle Kids schaffen es selbst ins Krankenzimmer. In diesem Fall holt die Schulgesundheitsfachkraft die Kinder auch direkt aus dem Unterrichtsraum, wie zum Beispiel Karia, die nach ihrem Pausenbrot Bauchweh bekommt. Magst du auch mal hören? Ja? Nochmal, hör mal. Blubbert, gell? Okay, das ist alles okay. Helfen kann in diesem Fall ein Kamillentee, ein Wärmekissen und ein spannendes Agentenbuch. Auch durch ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin weiß Julia Ohlinger ganz genau, was ihre kleinen Schützlinge brauchen. Mir macht der Beruf Spaß und Freude, weil die Kinder einfach so offen und so ehrlich sind. Die kommen mit allen Problemen, mit allen Anliegen, die sind neugierig, vertrauensvoll. Es passiert jeden Tag irgendwas anderes. Im Prinzip sind es natürlich Kleinigkeiten, die den Alltag ausmachen, aber trotzdem entwickeln sich die Kinder dabei. Dem 8-jährigen Arthur hilft heute schon eine kurze Auszeit und ein großer Schluck Wasser. Vom vielen Pauken hat er Kopfschmerzen. Das Angebot der Schulgesundheitsfachkraft überzeugt ihn. Wenn ich mich in der Pause verletze oder jetzt sowas habe wie jetzt gerade, dann kann ich immer zu ihr kommen. Doch neben einer schnellen Genesung geht es bei diesem Projekt um mehr. Ziel meines Arbeitsalltags ist es, den Kindern die Chance zu geben, die größtmöglichste Teilhabe an der Bildung zu haben. Wir sind sehr niedrigschwellig. Jeder darf hier reinkommen, unabhängig vom sozialen Hintergrund. Und ich denke, es ist auch gewährleistet, dass die Gesundheitskompetenz der Kinder hier sehr gefördert wird. Das Angebot wird gut angenommen. Pro Tag kommen zwischen 10 und 25 Kinder zu ihr. Die überrennen die arme Frau Ohlinger nahezu. In der Vergangenheit war es so, dass wir diese Kinder eben nach Hause geschickt haben, weil wir nicht die Zeit haben, um in der Unterrichtszeit Tee zu kochen oder eben mal einen kurzen Plausch mit den Kindern zu halten. Diese Zeit hat aber Julia Ohlinger. Und nach einer Auszeit mit einem Glas Wasser, einem Kühlpack oder einer Wärmflasche kann der Schulalltag dann schon weitergehen.